Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nastassja von der Weiden, Journalistin und Autorin. Ich darf Sie heute mitnehmen auf eine Tour durch 100 Jahre Leipziger Kunst und Geschichte. Wir befinden uns im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Und genau hier feiern wir die Eröffnung der Ausstellung Bilderkosmos Leipzig. Eine Ausstellung mit über 200 Gemälden von 1905 bis 2022. Von Max Beckmann über Bernhard Heisig, Doris Ziegler, Henriette Granath bis Neo Rauch. Wir sind hier oben auf der Belle Etage des Museums und umgeben von Gemälden und Werken, die ja teilweise auch noch nie gezeigt wurden. Wie fühlt sich diese Ausstellung denn für Sie an? Ja, zuerst habe ich die Ausstellung natürlich im Entstehen ein bisschen miterlebt und diese riesigen Räume, und ich dachte mir, wie kriegen wir das eigentlich gefüllt? Und dann ist mir das immer näher gekommen und es wurde auch immer dichter. Und einige Werke sind so berührend, so auffühlend, so direkt und fast schon wie ein Faustschlag, dass man denkt, boah, die Ausstellung ist wirklich stark geworden. Und an manchen Wänden gibt es tatsächlich auch sehr krasse Situationen. Man muss einiges aushalten. Man hat auch sehr viel Schönheit in der Ausstellung. Das ist, glaube ich, einfach eine tolle, wirkmächtige Schau. Wie passt Bilderkosmos in diese Zeit und vor allem, wie passt Bilderkosmos Leipzig zur Neuausrichtung des Museums? Dieses Haus gehört den Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn man daran glaubt, und das tue ich ganz fest, dass die Kunst eine Wirkmacht hat, die das Leben der Menschen betrifft, es vielleicht sogar verändert, relevant ist, dann geht es in Leipzig ganz stark um Malerei und um das Machen von Bildern. Man verarbeitet Dinge, man hat Hoffnung. Und es geht in dieser Ausstellung ganz stark um die Menschen in dieser Stadt. Und das war das Hauptanliegen. Dann vielen Dank, Herr Weppelmann, für diese Einführung schon zu dieser Ausstellung, die so viel Bedeutung für die LeipzigerInnen beinhalten wird. Das, was Stefan Weppelmann so betont hat, einerseits diese Bilderfülle, diese großartige Ausstellung, die so viel mit den LeipzigerInnen zu tun hat, darauf freue ich mich auch besonders, denn 220 Bilder, 15 Räume, das ist so weit gefasst, dass sich schon fast so eine Ungeduld bei mir einstellt, die aber regelmäßig davon gebrochen wird, von den Werken, die einen innehalten lassen. Worauf können wir uns hier freuen? Was erwartet uns in der Ausstellung? Wir können uns auf ganz viel freuen, nämlich über 200 Gemälde und Plastiken, die sich hier versammelt haben in der, ich würde sagen, in der Belle Etage des Museums. Das umfasst den wichtigsten Sammlungsbestand meines Erachtens, das 20. Jahrhundert bis in die Jetztzeit, beginnend mit Max Beckmann, endend bei Henriette Granath zum Beispiel. Es sind über 100 Jahre Kunst und Geschichte, die hier versammelt sind. Der Fokus ist Leipzig, aber natürlich gibt es auch immer wieder andere Positionen. So streng können wir nicht sein. Aus Berlin, aus Dresden oder auch aus Halle, wo wir streng sind, hat damit zu tun, dass wir hier eine Sonderausstellung konzipiert haben, die mittelfristig in eine Dauerausstellung enden soll. Und das heißt, Dauerausstellung nur mit den Kunstwerken zu arbeiten, die auch dem Museum gehören, die wir angekauft haben oder die wir als Schenkung erhalten haben oder die wir als Dauerleihgaben haben. Bei 220 Bildern werden natürlich zwangsläufig viele, viele Geschichten verhandelt und erzählt. Aber welche Themen, würden Sie sagen, haben sich hier so als Schwerpunkte gesetzt? Also hier konkret in dem Raum, das ist der letzte Raum, könnte man sagen, die Ausfransung der malerischen Positionen
von abstrakten Bildwelten bis hin zu sehr, sehr kompliziert narrativen Erzählungsstrukturen, bis hin zur Nicht-Kunsthaltung, also schlecht malen wollen, bis hin zu unglaublich gut malen wollen. Dieser Raum transportiert jetzt wiederum eine ganz andere Stimmung. Zwei Stimmungen, würde ich sagen. Also einerseits habe ich es für mich so als Arbeitstitel genannt, Sehnsuchtsbilder, aber auch Angstwelten. Einerseits natürlich die Sehnsucht nach Freiheit, das ist unser wichtigstes Gemälde vielleicht für den Bereich von Mattheuer über den Sieben Bergen, eindeutig mit einer Freiheitsallegorie, und die Autos fahren in Richtung Sieben Berge, nicht wissend, was sie da erwartet. Oder auch die Gudrun Pontius, wo wir eine junge Familie sehen, die auf etwas wartet, eine Sehnsucht sozusagen vermittelt, aber sie wartet, seitdem das Gemälde gemalt worden ist. Bei dieser Themen- und Bilderfülle, wie fühlt sich die Ausstellung Bilderkosmos Leipzig für Sie persönlich als Kurator an? Natürlich großartig. Für mich war das eine große Freude, diesen Bilderschatz zu sichten. Es war wie eine Abenteuerreise. Und die Auswahl war dann natürlich immer wieder spannend zu schauen, wie kriegt man Familien, also Themenräume zusammen, die kann man wie eine kleine Familie, die dann miteinander reden, die Bilder. Wir hatten Sehnsucht, Hoffnung. Geht es denn in dieser Ausstellung auch um die Frage nach den Frauen in der Leipziger Kunstszene? Ja, auf alle Fälle auch. Und wir wollen jetzt natürlich eine neue Geschichte erzählen. Und diese neue Geschichte lautet eben mehr Diversität, mehr Spektrum im künstlerischen Schaffen, mehr Stiloptionen zeigen, also nicht nur einen Kanon. Und dazu gehört natürlich auch eine Gender-Perspektive. Und wir haben, glaube ich, erstmals ein Maximum an Künstlerinnen mit integriert. Wohlgemerkt, wir können ja nur aus dem schöpfen, was wir besitzen, ohne Leihgaben. Und da haben wir eigentlich in jedem Raum, zu jedem Themenkapitel, eine weibliche Perspektive und eine männliche Perspektive, was natürlich sehr spannend und sehr schön ist. Und das hier ist eines der Bilder, das Sie besonders berührt hat, beziehungsweise das Ihnen aus der Ausstellung sehr gut gefällt. Ja, also einerseits gehört es zu diesen Entdeckungen für mich persönlich. Es ist von Jost Braun. Das ist seine Abschlussarbeit, die er als Student hier an der HGB gemalt hat. Es ist von 1970, das ist Anfang der 70er Jahre gemalt. Es ist fast 50 Jahre alt und hat eine Frische und eine Farbkraft, die mich an die neue Leipziger Schule erinnert. Auch in der Erzählweise. Ich würde Ihnen gerne mal das Bild aus der Ausstellung zeigen, das mir bisher am besten gefällt. Ja, super. Ich freue mich. Ja, und hier sind wir schon in dem Raum, in dem es hängt. Mein Favorit bisher. Und ich würde mich total freuen, wenn Sie noch was zu dem Bild erzählen können. Naja, was fällt mir dazu ein? Einerseits natürlich die Auswahl des Bildes, entscheidend die malerische Qualität, diese Farbenprächtigkeit, im Wissen, dass dieses Bild schon sehr, sehr alt ist, über 100 Jahre. Und es erinnert natürlich sofort an den deutschen Expressionismus. Und da denkt man dann an die Brücke Kunst, eine Künstlervereinigung, die sich 1905 in Dresden gegründet hatte, mit den großen Namen Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel. Aber es ist weder Heckel noch Kirchner noch Schmidt-Rottluff, sondern Annemarie Heise. Und sie gehört zu den jungen Frauen im Kaiserreich, also vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die sehr früh sich mit der Brücke-Kunst auseinandergesetzt hatten, auch in Kontakt mit den Künstlern standen. Sie kommt aus Magdeburg und das ist natürlich spannend. Eine Geschichte, die gar nicht erzählt werden kann, weil noch nicht erforscht worden ist so richtig. Und die Qualität dieser expressionistischen Porträtdarstellung ist natürlich total bezaubernd und spannend. Also ein wahrer Schatz, der hier gehoben wurde. Ich hoffe, dass es ein Schatz wird. So eine große Ausstellung macht man ja höchstwahrscheinlich nicht alleine. Wer hat Sie unterstützt? Alleine macht man das natürlich nicht. Es ist eine Teamarbeit auf alle Fälle. Und gleichzeitig war es uns wichtig und auch mir ganz wichtig, dass wir externe Blicke auch auf diese Idee werfen lassen wollen. Einerseits haben wir mit Herrn Sander, das ist der ehemalige Leiter der Gemäldesammlung, der seit den 1970er Jahren hier gearbeitet hatte, einen Experten rangeholt, der mir sehr, sehr geholfen hat in der Zusammenstellung der Bilder. Und dann am Ende auch den Ritterschlag mit
Christine Rink, die ich dann nochmal eingeladen habe. So eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit der Kunstszene für Leipzig, aber auch darüber hinaus. In dieser Ausstellung geht es natürlich um Leipzig, so viel ist sicher. Es geht um die Leipziger Schule, die neue Leipziger Schule. Und es geht um bedeutende Malerei, um Skulpturen. Aber es geht auch um die Hochschule für Grafik und Buchkunst als Dreh- und Angelpunkt. Und welche Rolle hat die Hochschule für Grafik und Buchkunst gespielt für die Leipziger Schule und die neue Leipziger Schule? Ja, natürlich, sie spielt die entscheidende Rolle. Ja. Und Sachsen hat eine der kreativsten Szenen sowohl in der Malerei als auch in der Architektur, in der Musik. Und deshalb ist eine Schule so wichtig für eine Ausbildung. Und die Lehrer natürlich auch, wenn sie gut lehren. Auf welche Namen würden Sie hier verweisen, wenn Sie dem Publikum sagen könnten, ja, geht mal auf die Suche nach den und den Namen hier in dieser Ausstellung und schaut euch diese Werke an. Es gibt da wirklich hervorragende Porträts. Zum Beispiel eine Frau, das möchte ich betonen, Doris Ziegler, wo ich sehr ergriffen war. Das sollte man sich mal ansehen. Das ist große Malerei. Für mich war das unfassbar spannend, mit Christine Rink hier durch die Ausstellung gehen zu dürfen, denn sie kennt wirklich fast alle der KünstlerInnen, die hier bei dieser Ausstellung ausstellen. Und es war sehr schön zu merken, wie einzelne Werke sie berühren und natürlich auch, welche Erinnerungen sie mit den Bildern und mit den KünstlerInnen verbindet. Ja, und das sind nicht nur wir und Frau Rink, die diese Ausstellung anschauen dürfen, die sich berühren lassen dürfen von diesen Themen, die hier verhandelt werden, sondern es wird auch das Publikum Anteil nehmen können an dieser großen Ausstellung. Und wie wird das ablaufen, dass das Publikum, also die BürgerInnen von Leipzig, hier mitgestalten dürfen? Also das Museum will in Dialog treten mit der Stadtgesellschaft. Und angesichts der Bilderschätze, Bilderkosmos, Bilderschätze, haben wir ja noch viel, viel mehr Bilder im Magazin, die nicht zugänglich sind. Und die wollen wir auch hier, nur die Spitze des Eisberges, einen kleinen, kleinen Teil, aber immerhin noch mal 100 Bilder mehr, durch ein iPad, durch mehrere iPad-Stationen zugänglich machen, wo dann die Besuchenden durch den Like-Button sagen können, finde ich gut. Und dann schauen wir uns an, wie viele Likes welche Bilder bekommen haben und schauen, ob es dann ausgetauscht wird durch ein anderes Werk. Und das Gesamtergebnis als solches klingt ja auch dann wunderschön, nicht? Das ist dann ein gemeinsames Kuratieren von Bilderkosmos. Und so sollte es vielleicht dann für viele andere Ausstellungen auch sein. Bilderkosmos Leipzig ist nicht die einzige Ausstellung, die hier oben auf der dritten Etage des Museums Platz findet. Ricarda Rogan bespielt die angrenzenden Räume mit neuen und älteren Fotografien. Die Ausstellung heißt Der dunkle Wunsch der Dinge. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Sie liegen ja schon wörtlich im Titel, die Dinge. Dinge, Räume, Inszenierung, Reinszenierung und das Arbeiten im Atelier, das sind die zentralen Themen Ihrer Arbeit. Und das scheint uns besonders nahe zu kommen in dieser neuen Serie 1971. Was hat Sie da bewegt und inspiriert? Die Dinge,
eigentlich geht es mir darum tatsächlich, dass diese Konventionen, in denen wir leben, auch die Seekonventionen, alles das, die Dinge sind da drin und die haben irgendeinen wirtschaftlichen oder anders gearteten Nutzen. Aber wenn sie da raus dürfen, dann sieht man sie eigentlich erst als das, was sie selber sind. Diese Dinge, die aus diesem Zusammenhang herauskommen, dürfen und eigentlich dann gleichzeitig aber auch schon weggeworfen werden. Und das ist immer der Moment, wo ich hingehe und sage, stopp, noch nicht wegwerfen. Der Container muss warten, ich muss hier noch mal was tun. Aber man kann es jetzt gar nicht so als eine Liste hersagen. Das ist ja immer so ein bisschen, tja, subkutan, was da alles so reinkommt. Die Bilder sind also auf der Baumwollspinnerei hier in Leipzig entstanden. Was hat dieser Ort für eine Bedeutung für Sie? Naja, eine ganz tragende natürlich. Ich war ja, seit ich in Leipzig war und denken kann, irgendwie schon so 96, 97, also ganz, ganz früh. Und haben doch diese frühe erste Phase der Spinnerei komplett erlebt. Tatsächlich dieses, dass auch die Maschinen noch da standen, die Arbeit auch morgens kam und noch diese Gewebe hergestellt haben, man dann sich die Dusche geteilt hat, nacheinander natürlich. Und irgendwie so nebeneinander hergelebt und gearbeitet hat. Und die fanden das lustig, dass wir da waren. Wir fanden toll, dass die da auch noch waren. Und es hat so einen Arbeitsethos, diese Räume. Das steckt so drin. Das sind einfach Räume, wo man arbeitet. Und ich habe ja da meine ersten Serien fotografiert. Und auch das Material kommt aus der Spinnerei natürlich. So diese alten Arbeitszusammenhänge. Wie stehen die Stühle und Tische dieser alten Brigade zueinander? Und das nochmal so festzuhalten, bevor sie in den Container kommen. Das ist so, ja, es zieht sich so durch und bis hin zu dem Atelier, was ich noch vor kurzem hatte und dann eben auch aufgegeben habe, wo diese neue Serie rausgekommen ist. Also ohne die Spinnerei in Leipzig wäre ganz viel gar nicht denkbar, würde einfach gar nicht existieren. Wir sind ja hier auch in besonderen Räumen und da möchte ich Sie als eine der KuratorInnen fragen, wie passt Bilderkosmos Leipzig zu dieser Ausstellung? Wunderbar. Eigentlich vor allem jetzt natürlich noch deutlicher, wie gut das passt. Also eben auch gemeinsam mit der Künstlerin, mit Ricarda Roggan und Alexander Wilmschen. Die Gemälde erzählen viele Geschichten und das ist der Kosmos. Und 2004 hatten wir gemeinsam eine Ausstellung, das Paradies der Dinge. Und dieses Paradies, in dem befinden wir uns, wo eben auch die Dinge, die man vielleicht nicht sieht, wieder eine Geschichte erzählen, in einem neuen Kontext sind. Dann ist es Fotografie, es ist ein ganz wichtiges Medium. Ricarda Roggan hat in Leipzig gearbeitet, in der Spinnerei. Es ist also eine ganz wichtige Facette. Und man merkt das eigentlich erst, wenn man durch diese Räume geht und durch den Bilderkosmos, wo man auf einmal Elemente wiederfindet, Verstrebungen, Verbindungen, Geschichten. Und irgendwie geht das so ineinander über. Und deswegen finde ich den Bilderkosmos und die Welt oder das Paradies der Dinge oder der dunkle Wunsch der Dinge oder wie wird etwas zur Kunst, einfach fantastisch. Also es ist genauso der Schlusspunkt oder der Anfangspunkt, wie man es sieht, für mich. Es wäre schade oder eigentlich bedauerlich, wenn wir diese Ausstellung hier nicht hätten. Sie fotografieren analog und im Großformat. Hat sich diese Arbeitsweise verändert? Die hat sich tatsächlich überhaupt nicht verändert. Also seitdem ich aus der HGB irgendwann mal rausgekommen bin. Also ich hatte dort entschieden, das ist mein Werkzeug und ich habe das nicht mehr geändert tatsächlich. Also das ist immer dasselbe bei allen Serien, die hier hängen. Es ist völlig, ich bin wirklich tatsächlich aus der Zeit gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das wird ja kaum so gemacht und ich weiß auch nicht, ob die Filme noch immer so lieferbar sind. Aber solange es so ist, mache ich es so, weil es eine unglaubliche Ruhe hat. Und mir geht es ja eigentlich um das Bauen dieser Räume. Ich kann das nur im Analogen tatsächlich so machen. Wenn ich das digital machen würde, wäre es eine Flächigkeit da drin und ich hätte diesen Raum nicht mehr. Also es wäre, als ob man irgendwie einen Pianisten an ein E-Klavier setzt und dann mach mal. Und er kann zwar irgendwas machen, aber man fühlt sich nicht wohl dabei. Man braucht den Konzertflügel für manche Dinge. Und die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die ich machen möchte, die brauchen immer diesen Konzertflügel und diesen Raum, den Bildraum. Man spürt ihn, glaube ich, schon noch. Und ich bin so ein bisschen splinig in meiner Arbeitsweise. Ich brauche das einfach. Auch wenn ich weiß, kein Mensch sieht das mehr, ich muss das trotzdem so machen. Ich kann nicht anders. Es ist aber auch schön. Es ist eine Ruhe da drin. Ich arbeite langsam. Ich mache vielleicht in einem Jahr eine solche Serie.
Und dann ist es nicht so schnell geschehen, wie sonst Fotografie geschieht, aber es macht ja auch gar nichts. Zeit ist ja genug vorhanden. Dann verbindet sich hier Hochschule für Grafik und Buchkunst, die Spinnerei, natürlich das Museum der Bildenden Künste, Fotografie, Skulptur und große Malerei. Und was können Sie jetzt tun? Zum Beispiel dieses Video liken und teilen und natürlich ins Museum kommen. Sie sind herzlich eingeladen, die neuen Ausstellungen zu erleben, Ihre persönlichen Geschichten zu erzählen und Leipziger Kunst zu genießen.